Ja, werte Kollegen und Kolleginnen, von wegen Show. Liebe SPÖ, ihr seid wirklich die Einzigen, die hier diese Neutralitätsdebatte im Hohen Haus heute aufreißen, sich dann aufregen, dass die anderen nicht drüber diskutieren. Dann stellt ihr einen Antrag, wo ihr dann sagen werdet, wir haben den nicht beschlossen, weil ihr den diskutieren wolltet. Es kennt sich überhaupt niemand aus und man fragt sich schon, wieso ihr das tut. Und ich habe jetzt wirklich überlegt, was könnte denn der Grund dafür sein? Ich meine, abgesehen davon, dass es auch noch falsch ist. Da steht irgendwie so von wegen, weiß nicht, die österreichischen Regierungspartei würde das in Frage stellen. Ich habe das nirgendwo vernommen. Bei euch? Nein, bei uns nicht. Also falsch. Zweitens, Sie werden wissen, die Grundlagenneutralität. Die Grundlagen der Neutralität sind in Österreich sowohl verfassungsrechtlich verankert im Neutralitätsgesetz, ich habe euch das gerne ausgedruckt zum Nachlesen, und zudem auch völkerrechtlich durch bilaterale Notifikationen zwischen Österreich und allen Staaten, mit denen es damals auch diese diplomatischen Beziehungen gab, anerkannt. Das heißt, die Neutralität umfasst natürlich und weiterhin unangefochten erstens keine Einmischung oder Beteiligung an Kriegen, nicht. Zweitens, keinen Beitritt zu Militärbündnissen, Stichwort NATO, diskutiert auch keiner außer der SPÖ. Und drittens, keine Einrichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf österreichischem Gebiet. Also, Conclusio, es ist entweder Sturheit, oder ich vermute, es ist was anderes. Ich vermute, die SPÖ hat keinen Aufhänger, sich darüber zu beschweren, was wir gerade in dieser Ukraine-Krise nicht tun. Deswegen erfindet sie etwas, wogegen sie sein könnte, was wir hier überhaupt nicht diskutieren. Es ist einfach nur absurd. Danke. Am Wort ist Herr Klubobmann August Wöginger. Bitte, Herr Klubobmann.